Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben jetzt zuletzt, eine Fremde gesehen gehabt, die, uns, ja, nicht unbedingt Angst einjagen wollte. Ja, doch, vielleicht ein bisschen. Und, sieht uns, glaube ich, auch ein bisschen als Störenfried. Das gibt's ja wohl nicht, dass uns hier jemand als Störenfried sieht. Seilrutschen. Springen Sie auf eine Seilrutsche zu. Um sich festzuhalten, bewegen Sie sich rückwärts, um beim Seilrutschen anzuhalten. Ja, ich will aber noch nicht runter. Ich will hier noch erstmal ein paar Sachen einsammeln. Genau. So ein bisschen Zeug, was hier so ist. Können wir denn hier nochmal zurück jetzt? Oder wieder was? Komme ich dann dahin zurück, wo wir herkommen? Ja, ne? Hier sind wir ja hergekommen. Okay. Dann nicht. Dann lasse ich das wohl mal besser bleiben. Was wir natürlich auch nochmal tun könnten, wäre jetzt nochmal das Outfit zu ändern, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Das können wir ja nochmal machen. Das war unter Waffen ganz merkwürdig, genau. Das wusste ich am Anfang nicht, aber jetzt schon. Waffen, Äxte. Oh, Äxte. Kletteraxt. Ach ja, die können wir auch nochmal aufmotzen irgendwie. Und hier Outfits, jetzt schauen wir doch mal, was wir noch so anziehen können. Das ist unsere Lederjacke, Expeditionsjacke. Ja, die hatten wir auch schon an. Das haben wir, glaube ich, jetzt an. Genau, das Whiteout-Ding, blaues Hunley-Shirt. Nee, das ist zu frisch, Lara. Dafür ist jetzt ein bisschen zu kalt. Ja. Geistweber. Nee, da war doch noch so eins. Sibirischer Waldhüter. Grünes langes Shirt und leicht eine praktische Kleidung, so wie. Nee, das meinte ich auch nicht. Unsterblicher Wächter. Antike Vorhut. Hier, der Sperber. Helles Felloberteil mit einem grauen Schal. Ideal für die Jagd im Schnee. Das nehmen wir doch mal. So. Sehen wir doch gleich mal wieder ein bisschen anders aus. Ne? Wir wollen ja alles schön anschauen. Regions- und Gräber abgeschlossen. Babababa. Truhen. Ja, ist ja klar, dass wir hier noch nicht viel gemacht haben. Das ist ja wohl klar. Ja gut, dann dürfen wir jetzt Seil rutschen. Das macht immer Spaß. Hui! Ja. Und wir... du kleines Häschen, solltest dich nicht vor mich hinstellen. Das kann auch mal in die Hose gehen. So, bleib mal stehen. Häschen! Das kann in die Hose... Ich hab's dir gesagt, Häschen. Ich hab's dir gesagt. Aber ein bisschen Erfahrungspunkte und so Zeug kann ja nicht schaden. So, hier können wir dann auch wieder hoch. Oh, hier können wir ordentlich hoch. Weit hoch. Weit hoch. Okay. Wo dürfen wir denn jetzt mal hinklettern? Mit unserem coolen anderen neuen Outfit. Passt ein bisschen mehr fast in die Gegend, weil es so nicht ganz so modern irgendwie aussieht. Ach, jetzt sind wir wieder einfach hochgegangen. Ach, wie uncool. Und da unten liegt was. Ja, dann können wir jetzt nochmal Seil rutschen. Ja, nochmal. Aber kommt man ja schnell wieder hoch, anscheinend. So, dann drehst du dich nochmal um und sammelst es hier auf. Da. Ganz toll. Ja. Hier können wir anscheinend nichts machen, oder was? Kann man da ran? Hopsen? Nee. Dann gehen wir hier runter. Ne? Da ist noch ein Häschen, aber das lasse ich jetzt Pfeile herstellen. Gedrückt halten, ja. Ich weiß. Erstmal zwacken wir uns hier nochmal was ab. Und dann stellen wir da die Pfeile her. Habe ich gemacht. Und da vorne liegt einer. Und hier haben wir noch einen Baum. Ganz unbemerkt. Ich kann nichts für ihn tun. Nee, aber du kannst das Nest runterholen. Super. Ja, das ist... was? Hallo? Wer ist da und wer, was wollt ihr?
Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Indem ihr Leute umbringt und denen dabei zuguckt, wie die verrecken, das ist wirklich ein bisschen Psycho. Aber das stand da ja auch. So, was ist jetzt hier nicht mit anderen Waffen? Haben wir noch andere? Ach nee, aber wir haben hier unsere coolen Giftpfeile. Die wären ja auch nicht schlecht, aber die will ich irgendwie nicht verbrezeln. Wähle ich jetzt hier immer... Ach so, ich kann hier einmal... Moment mal. Moment mal. So, ich kann hier einmal das machen, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet gerade. Und ich kann... Munition. Okay. Okay. Wie geht's ihr denn eigentlich so? Kriegen wir das... Na, egal. Ja, ihr geht's gut. Und wann nimmt man denn immer die anderen? Und wann die normalen? Nein! Das ist, aber so habe ich ein gutes Ablenkungsmanöver vielleicht sogar gemacht. Ja. RB gedrückt halten. Okay, mache ich wieder neue. Will ich das? Ich will die normalen einfach nur. Habe ich jetzt die normalen? Nein. Ich will die anderen. Ich will die normalen. Ah. Habe ich jetzt... Hä? Ich checke mal nicht, wann ich hier... Wenn ich hier so mache, habe ich das Gefühl, als ob ich die ganze Zeit nur Giftpfeile habe. Und ich will aber die normalen. Wann kommen denn hier die normalen? Und warum... Hey, Baby? Ja, egal, dann verballere ich ihm Giftpfeile. Muss ich noch rausbekommen? Hallo? Ist hier überhaupt jemand? Bestimmt und wahrscheinlich viel zu schnell. Schneller als ich will. Mit Objekten ablenken. Ablenkungsmanöver können eine Reihe von Feinden anlocken. Okay. Kannst du das dann mal schnappen? So was hab ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Moment, ich schau mal nach. Bleib in der Nähe. Ups. Ups. Ey. Es ist vorbei. Spring ihn mal um. Ach, kann ich noch nicht so Nahkampf und so? Ey, nein. Doch. Kann ich wohl. Ups. Jetzt hat sie die blöde Flasche noch in der Hand. Nein, nicht umbringen. Okay, hat sie umgebracht. Jetzt hat sie die Flaschen in der Hand gehabt, obwohl ich eigentlich einen Pfeil abschießen wollte. Und ich kann auch nur diesen Ausweichkonter, ne? Kann ich überhaupt... Ja. Ja, ich kann ausweichen, aber kann ich außerdem... Neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Kann ich außerdem Ausweichkonter denn sonst noch Nahangriff mäßig was? Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Und tschüss. Ich warte doch nicht darauf, dass er mir so nahe kommt, dass ich ihn wieder nicht besiegen kann. Das wäre total doof. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Bestätigt. Wo kam das denn her? Was ist das? Das war schon besser. So, lautloser Kill. Das war schon besser. Und dann kann man hier auch schön reingehen. Ist denn hier noch jemand? Dass man hier ein bisschen aufpassen muss. Ein bisschen ablenken und so. Liegt hier eigentlich noch was auf der Seite?
Nee, okay. Hab ein bisschen Angst, hier rauszukommen. Aber anscheinend ist hier keiner. Okay. Genau, du stellst mal schön ein paar Pfeile her. Darin werden wir noch Meister. Pfeile herstellen. Und da vorne haben wir auch noch irgendwas Interessantes. Was ist denn das hier? Achso, wir haben noch Pilze. Okay. Okay. Da ist noch ein Vogelnest. Das schmeißen wir mal runter. Das hat nichts gebracht. Können wir da rauf? Hm. Haben wir die Leichen eigentlich hier schon gedingst? Den hatte ich ja schon, ne? Und da war noch der andere. Hatte ich den auch schon? Der hier lag. Nee. Was war da noch? Nix. Achso, das war mein, wo ich hin soll, Lämpchen. Und das Vogelnest, ja, ist mir jetzt mal egal. Wo soll ich jetzt lang? Hier oben hin. Okay. Beeilen wir uns mal. Aber vorsichtig. Unter Feinden. Untersuchen Sie den Hubschrauberlandeplatz. Da kommen noch mehr von Ihnen. Na, klasse. Kriechen. Kriechen Sie zwischen den Sträuchern. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier um? Kampfinstinkt. Der Überlebensinstinkt zeigt Feinde mit Sichtkontakt rot an, Feinde ohne Sichtkontakt gelb. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Ja, aber ich will die doch nicht ablenken. Das wäre doch noch bescheuerter. Jetzt sind die doch erst recht aufmerksam auf mich geworden. Die meisten Stationen sind bei der Explosion. Oh oh. Okay, die haben nichts bemerkt. Vielleicht mal da oben den. Komm mal rum. Das war der. Da ist bestimmt noch jemand. Da. Komm rum. Na komm. Jawohl. Das waren die. Ich glaube, jetzt kann ich so langsam mal hier runterkommen. Fehlende Ausrüstung. Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt Seilpfeile. Okay. Erstmal habe ich hier die normalen noch hergestellt. Und ich hätte, glaube ich, mit den Flaschen auch noch hier. Aber ich glaube, das war gar nicht schlecht so. Weil, worauf warten, ne? Mit Ablenken und so. Das ist zwar ganz cool. Aber irgendwie... Na, das muss ich noch, glaube ich, einfach ein bisschen üben. Damit ich mich darin so sicher fühle, dass ich weiß, dass das auch sich lohnt. Wir können ja mal einfach provisorisch werfen und gucken, ob noch jemand kommt. Oder ob die jetzt alle hier weg sind. Weil wenn noch einer kommt, dann stehe ich hier gerade ganz gut. Aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. So, jetzt habe ich hier die dusselige Kanne. So. Wer liegt hier noch? Wen hatte ich noch? Ich habe den Überblick verloren. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Immer alles mitnehmen.
Liegt hier noch mehr rum? Denn wenn ja, dann würde ich sie mich gerade gut schön übersehen. Hier ist noch... Ist hier noch was? Nee. Das Feuer lenkt ein bisschen ab. Da oben sind noch irgendwie Sachen. Ich glaube, das sind aber nur Vogelnester. Ja. Okay, ich gehe mal hier hoch. Ist hier in der Kiste was drin? Ist hier noch was außer Flaschen? Nee, irgendwie nicht so. Hier ist noch einer, den ich abgeschossen habe. Die Kiste. Bisschen Bergungsgut. Okay, schön. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wieder, oder? Was ist das hier für ein Bildschirm? Irgendwelche Überwachungsbildschirme oder so? Aber sie sagt auch nichts dazu. Ja, ich weiß, ich benutze diese Sicht gerade sehr viel, aber ich will auch nicht immer wieder zurücklaufen müssen. Hallo? Hier wird gespeichert. Brauchst du noch Pfeile? Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Mhm. Hm, anscheinend weiht Trinity nicht alle seine Leute ein. Ja. Und irgendwas sagt mir, dass wir jetzt gleich wieder in eine brenzlige Situation kommen. Was ist das da? Was ist mit diesem Stern? Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Mhm. Russisch. Sprachkenntnis erhöht, kann jetzt Russisch der Stufe 1 übersetzen. Na. Denn? Da wir den schon erledigt haben, ist okay. Den machen wir auch nochmal eben auf. Halbautomatische Pistole, neue Ausrüstung erhalten. Na, das ist ja mal was Feines. Können wir jetzt bitte mal eine andere Waffe nehmen? Nein, anscheinend nicht. Hm. Nein, egal was ich hier drücke, ich krieg's nicht gebacken. Okay, die Leiter hoch. Gucken, was kommt. Okay. Okay, ein bisschen Kletterpartie, das kriegen wir noch hin. Oh nein, 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 nein! Das kriegen wir noch hin, sag ich. Und drück B statt X. Super, echt. Toll gemacht, Alex. Echt voll die Fehlscheiße manchmal. So. Und hoch. Du darfst gerne noch mehr hoch. Oder sollen wir gar nicht hoch? Sollen wir hier vielleicht hin? Hm. Dass sie sich da immer noch so langsam hochschlittert. Naja. Oh, wieder in so eine schön eisige Gegend und... Seilbahn. Fahren. Okay. Alles gut. Alles okay. Dinge, die wir zum Ablenken wieder werfen können. Wo können wir denn jetzt hier lang? Ach so. Okay.
Und nun? Kann ich hier irgendwas abbrennen, zufällig? Ja, kann ich. Eindeutig. Okay. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Verschließen! Okay. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann. Und tut mir leid für den fiesen Cut. Tschüss. Okay.